Eine seltene Wetterlage, die an 2011 und 1961 erinnert, kommt da auf uns zu und wir werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit neue Dekadenrekorde bekommen. Es kommen Sommertage auf uns zu mit über 25 Grad, relativ verbreitet. Ob wir die 30-Grad-Marke erreichen, ist rein theoretisch von der Luftmasse her möglich. Aber ob das praktisch passieren wird, müssen wir tatsächlich abwarten. Grüße Sie und grüße euch. Ein ganz, ganz kurzes Video nur über die wichtigen Dinge jetzt vom Wochenende und danach. Und diesen Schnappschuss hatte ich noch am Nachmittag aufgenommen. Ist das nicht schön? Dieses Licht wieder und das ohne Sahara-Staub. Und der Löwenzahn geht schon los und das hier auf knapp 700 Meter Höhe. Da sind wir in diesem Jahr sehr, sehr früh dran. Schauen wir kurz auf zwei Ensembles. Einmal für den Norden Deutschlands, hier für Hamburg. Rote Linie, genau. Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe und die weiße Linie das Mittel aller Einzelberechnungen, die wir in Bund finden. Und aus diesem kleinen Wärmepeak ist ein Wärmeberg geworden, ein Sommerberg. Im Norden ist er nicht ganz so ausgeprägt. Da geht es hoch am Wochenende, dann runter, zu Wochenbeginn nochmal hoch und dann nähern wir uns langsam dem langjährigen Mittel, wobei dieses Nähern auch schon abgeflacht ist. Das war viel weiter unten und ist so ein bisschen nach oben gegangen. Aber es soll nass werden und außerdem ist es im Norden fast gar nicht trocken. Dann das europäische ECMWF-Modell, das ist auch so ein Hütchen, erinnert eher so ein bisschen daran, sag mal stopp, da geht's rauf, kurz rauf, also noch weiter rauf, dann wieder runter, dann rauf und dann runter mit ein paar Ausreißern, die ziemlich weit nach unten gehen und hinten raus bleiben wir über dem langjährigen Mittel, aber relativ nass. Und jetzt kommt sozusagen der Paukenschlag der Modelle und zwar im Süden Deutschlands, hier für München. Das ist ein sehr ausgeprägter Wärmeberg für 4 Tage mit weit überdurchschnittlichen Temperaturen. Hier sind wir bei 0 Grad und knapp darüber und dann bei fast 20 Grad. Und das hat es selbst 2011 und 1961 nicht gegeben. Da sind wir an die 15 Grad in 1500 Meter Höhe herangekommen. Und hinten raus sind wir dann auch leicht überdurchschnittlich, aber ziemlich nass. Und das ist ja das amerikanische Modell. Und schaut euch mal die Wölbung vom europäischen an. Das ist ja noch krasser und bleibt hier sehr weit oben. Da kommt ein Sommerblock auf den Süden Deutschlands und auf den Ostalpenraum zu. Der Hauptlauf will sehr spät nach unten gehen, andere einen Tag früher. Nichtsdestotrotz wird es warm und es bleibt danach auch bei überdurchschnittlichen Temperaturen immer mal wieder mit ein paar Niederschlägen. Ich muss hier einmal tief durchatmen. Es ist so eine stickige Luft in dem Studio. Da muss man mal gleich die Fenster aufreißen. Ist die große Wärme? Nein, ist sie nicht. Die Luftmassentemperatur. Am Freitag um 17 Uhr. Da kommt die 10 Grad Isotherme reingezogen. Ihr kennt das alles. Das sind die Temperaturen in 1500 Meter Höhe. Und diese schwarzen Linien, die Isobaren, die liniengleichen Luftdrucks. Je enger die liegen, desto windiger ist es. Freitag ist es noch relativ kalt. Und dann kommt der Samstag. Krass, oder? Temperaturen von über 15 Grad in 1500 Meter Höhe. Das müssen wir uns so vorstellen, da kommt so ein Schwall Heißluft, der huscht aber durch. Diese Luftmasse bräuchte 2-3 Tage, um sich so richtig durchzusetzen. Und sie wird am Sonntag dann wieder verschwunden sein, zieht sich in die Alpen zurück. Es wird von Nordwesten her kühler, um dann neuen Schwung zu holen, um am Montag nochmal durchzubrechen. Mit Temperaturen stand der Dinge derzeit auf 21 Grad in 1500 Meter Höhe, die allerdings durchmischt werden müssen. Und das wird wohl nicht passieren. Wenn wir starken Südwind hätten mit Föhn, dann würde ich sagen 33, 34 Grad sind da locker möglich. Ansonsten haben wir eine Deckelung. Das ist wie so eine Art Inversionswetterlage. Und am Dienstag wird das Ganze von Westen her wieder abgebaut, aber durchmischt. Schauen wir mal die direkten Modelltemperaturen an. Am Freitag sind es im Südwesten etwas über 20 Grad. Am Samstag, ich habe jeweils die wärmsten Werte rausgenommen, bis zu 25 Grad am Oberrhein. Wohlgemerkt, das ist der direkte Modelloutput für große Gitterpunkte, viele Quadratkilometer. Und da sind natürlich Berge drin und Täler drin. Und in den Tälern können es auch mal 28, 29 Grad sein. Am Sonntag wird es kurzzeitig kühler, wieder deutlich unter 20 Grad, um am Montag neuen Schwung zu nehmen. Und da sind es rund um den Bodensee bis zu 27 Grad. Und am Dienstag haben wir die Restwärme, die immer noch sehr ausgeprägt ist, im Oderbruch mit bis zu 26 Grad. Von Nordwesten her wird es kühler. Schauen wir ganz kurz auf die Aussichten der kommenden Tage. Da haben wir dann am Freitag der nächsten Woche in der gemittelten Wetterlage ein Keil des Azorenhochs. Immer noch West- bis Südwestlage, relativ milde Temperaturen im Vergleich zum langjährigen Mittel ein deutliches Plus. Das haben wir eben auch in den Ensembles gesehen. Und im letzten Zeitschritt, das wäre Donnerstag, der 18. April, da ist das
Azoren hoch. Hier so ein ganz, ganz schwacher Trog, der über Mitteleuropa geht. Die Temperaturen gehen zurück. Es wird eine wechselhaftere Wetterlage, eine kühlere Wetterlage, die dann keine Sommertage mehr aufbringen wird, so wie es momentan aussieht, mit absolut durchschnittlichen Temperaturen. Schönen Abend und bis morgen.